Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Eigentlich waren wir mit dem Auto unterwegs Richtung Tommy, um Ellie irgendwie doch noch zu den Fireflies zu kriegen. In dem Auto sind wir dann allerdings von einer Bande ziemlich übler Arschlöcher abgefangen worden, die wir dann auch rasch erledigt haben, beziehungsweise den ersten Schwung davon. Und jetzt sind wir hier irgendwie weitergelaufen und in diesem Club oder was das immer auch hier ist gelandet oder eine Bibliothek oder Bücherei. Ich würde eher sagen, mit so einer Theke eher irgendwie so eine Art Club oder so. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ein großes Ding. Und hier hatten sich noch mehr von diesen Arschlöchern eingezeckt. Die haben wir aber dann letztendlich auch irgendwie alle erledigt gehabt. Und ja, müssen uns jetzt doch mal irgendwie hier umgucken, was es hier zu looten gibt. Eine Sekunde. So, okay. Ich dachte gerade die ganze Zeit, was brummt denn hier in dem Spiel so? Das hört sich ja an wie ein Handy, was vibriert. Ja, und es war nicht im Spiel, es war mein. Klingt wie ein Raumschiff. Oder wie ich mir ein Raumschiff vorstelle. Es war mein richtiges Handy, Raumschiff? was vibriert hat. Oh, Karte der verlorenen Gebiete. Ach so, ich dachte, da wäre jetzt voll die Schatzkarte und ich würde noch mehr Secrets kriegen. So, können wir hier mal Licht anmachen? Danke. Na gut, aber wir haben insgesamt 50 Zahnräder gefunden. Das war es auf jeden Fall schon wert. Mich ärgert es immer noch so ein bisschen, dass ich einen dieser Looträume mal verpasst habe, weil ich kein Messer hatte. Aber was soll man machen, ne? Ich glaube, hier lag noch mehr von dem Zeugs rum. Von daher. Hau ich mal weg. Machen wir mal was von. So, jetzt müsste ich eigentlich alles einsammeln können, was hier liegt. Und hier war auch noch was gewesen. Genau, so eine Schere. Ja, das hat sich ja schon mal gelohnt hier oben. Ich weiß gar nicht so genau, wo es hier weitergeht, ehrlich gesagt. Aber ich schätze mal, Ellie wird mich irgendwann schon darauf hinweisen. Genau, sowas suche ich noch. Munition ist gerade extrem wichtig, weil ich ja doch ein bisschen was hier verballert habe bei den Typen, weil es auch nicht ganz wenige waren. Aber ich würde sagen, sie haben im Groben bekommen, was sie verdient haben. Und zwar ein Arsch voll Blei, wenn ich so sagen darf. Na, 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 na. Aber ich glaube, genau, hier liegen zwar Flaschen und Ziegelsteine und sowas rum, kreuz und quer. Aber ansonsten vermute ich mal, dass hier zwischen den, ja, im Shootout-Gelände, sage ich mal, sich ansonsten nicht viel an Vorräten befindet. Ich gehe jetzt nochmal eben runter gucken. Genau, hier bin ich ja sogar raufgekommen, glaube ich. Oder ne, ich bin innen drauf gekommen, ne? Hier bin ich mal reingegangen. So war es gewesen. Und dann schauen wir mal, was hier noch in den Ecken so liegt. Aber mal wieder ein Ziegelstein. Naja, wenigstens nochmal ein paar Scheren. Ach so, das war nur die Buchunterseite, die so ein bisschen aufgeleuchtet hat. Ich dachte, da, ich habe erst gedacht, da glänzt irgendwas, aber das war anscheinend doch nicht der Fall gewesen. Hier bin ich, glaube ich, zwischendurch im Kampf auch schon mal gewesen und habe so im Groben geguckt, ob hier irgendwas ist. Hi, Ellie. Genau, hier hatte ich schon einiges gelootet, aber da ich gerade gecraftet habe, kann ich jetzt das, was ich nicht mitnehmen konnte, auch noch mitnehmen. Was schnauft und stöhnt er denn so? Ach, hier ist auch noch was zum Aufmachen. Wow, noch mehr Loot und Munition. Nice. Und noch was zum Lesen. Oberst Mackenzie, Atlanta,
QZ, Quarantänezone, Atlanta Quarantänezone. Sir, nach 14 Monaten ist diese kleine Revolte zu einem Blutbad geworden. Wir haben zu viele Männer verloren und sind offen gesagt dabei, die ganze Zone zu verlieren. Wenn wir noch länger bleiben, werden wir alle getötet. Ich erwarte Ihre Befehle, Captain Mastros. Ja, das hat man ja draußen schon gesehen. Da hat man ja auch schon einige Sätze an die Wand gesprüht gesehen, dass die Bevölkerung Hunger hat und sich das nicht alles mehr gefallen lässt vom Militär. Ja, und irgendwann ist es dann anscheinend auch zur offenen Revolte gekommen. Basie. Nö, ich habe eine Eisenstange. Die behalte ich ja dann doch lieber. Noch ein Dokument. Also Dokumente liegen hier reichlich rum. Anwärter-Checklisten. Für alle Zivilisten, die Bewohnerstatus beantragen, muss Folgendes überprüft werden. Dokumentenüberprüfung. Der Anwärter muss eine unterzeichnete und anerkannte FEDRA-Bewerbung für den Quarantänezonentransfer vorweisen können und sich im angegebenen Kommissionsfenster befinden. Vom Militär ausgegebene IDs sollten genau untersucht und mit der zentralen Datenbank abgeglichen werden. Infektionsscan. Alle Anwärter müssen gescannt werden. Jeder positive Befund sollte zu einer sofortigen Quarantäne durch Zuweisung in den Krankenbereich führen. Alle notwendigen Mittel anwenden. Hinweis. Wenn Familien getrennt werden, sollen möglichst Ruhe bewahrt werden. Alle Anwärter, die Ärger machen, sollen zur Verwaltung begleitet werden. Dekontamination. Mann, die müssen ja einiges über sich hergehen lassen. Alle Flüchtlinge müssen durch die Dekontaminationsduschen hindurch und mit Antipilzspray besprüht werden. Danach ist eine körperliche Untersuchung durchzuführen, um die Akten der Anwärter zu aktualisieren und ihre Arbeitsfähigkeit festzustellen. Sicherheitsscreening. Pro Anwärter ist nur ein Koffer erlaubt. Persönliche Gegenstände sind potenziell kontaminiert. Im Zweifel ist der Gegenstand zu verbrennen. Verbotene Gegenstände, tödliche Waffen, Schusswaffen, Sprengstoffe, gefährliche Chemikalien, illegale Drogen müssen sofort entsorgt werden. In der Zone sind keine Tiere erlaubt. Sie müssen bei der Ankunft außerhalb des Kontrollpunkts freigelassen werden. Alle Schritte sind einzuhalten. Es darf keine Ausnahmen geben. Ja, dann hoffe ich mal, dass sie das alle eingehalten haben. So, hier lag vorhin zumindest vor der Kasse auch mal ein bisschen was rum, ne? Vielleicht liegt hier auch noch was drin. Ich sehe nichts. So, jetzt nochmal hier im inneren Bereich gucken. Was haben die denn hier gebaut? Oder waren hier mal Sprechzellen? Also so wie bei einer Bank, so ein Schalter oder so? Was ist denn das genau für ein Gebäude? Ich raff es nicht ganz. Oben stehen total viele Bücher rum. Ich meine, klar, das hier ist der Quarantänedurchgang, der irgendwie vom Militär nachträglich aufgebaut wurde. Aber was das jetzt original für ein Gebäude war, erschließt sich mir nicht so hundertprozentig, muss ich sagen. Gut, hier oben bin ich eigentlich auch schon überall gewesen. Dann kann es eigentlich weitergehen. Ich frage mich, hätte ich überhaupt hier rein gemusst oder ist es komplett optional gewesen? Ging es hier draußen eventuell weiter? Nee. Nee, stimmt gar nicht. Hier draußen war ja auch Sackgasse gewesen, oder? Genau, hier sieht es gar nicht so aus, als wenn es hier weitergehen würde, großartig. Sag mal, Ellie. Wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollten irgendwie zu der Brücke, um aus der Stadt rauszukommen. Das weiß ich noch, aber... Interior Design. Vielleicht war es auch ein Möbelladen oder so. Rivers Café oder vielleicht ein Kaufhaus oder was. Es könnte auch einfach ein Kaufhaus sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach, hier geht's weiter. Exit. War es die ganze Zeit offen hier oben? Oh, fast hätte ich noch Munition liegen lassen. Aber ich frage mich jetzt echt, das war doch nicht die ganze Zeit offen hier, oder? Hätte ich einfach rausspazieren können? Another three soldiers dead. What's it going to take? Give up. Okay, da wurden mal... Von der Bevölkerung drei Soldaten aufgeknüpft. Auch nicht nett. Okay, ich dachte, hier gäbe es irgendwas Besonderes, wenn man hier aufs Dach raussteigen kann. Aber irgendwie nicht.
was man hier alles findet, so mitten im Dreck. So, Alkohol ist schon wieder voll. Noch irgendwas zu bauen mit Alkohol? Wo ist denn der Alkohol da? Nö, nicht so. Ja, doch, den kann ich noch bauen. Ich kann bis zu 3 Messer tragen, okay? Mal eben die Waffen nachladen, bevor es hier zum nächsten Schutzwechsel kommt. Beziehungsweise zumindest meine beiden Hauptwaffen. Gut, verriegelte, von der US Army verriegelte Türen. Mann. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Das ist korrekt. Es sind einfach verrückte Zeiten, ne? Zombie-Apokalypse. Ich glaube, es ist echt null einzuschätzen, wie Menschen in solchen Extremsituationen halt einfach mal reagieren. Vor allen Dingen, wenn sie dann noch unterdrückt werden vom Militär. Mal sehen, wo sie hinführt. Okay, hier kann ich offensichtlich runterspringen und ja, da mir hier der Weg versperrt ist, werde ich das wohl auch mal tun. Pass gut auf, wenn du springst. So, hier sind wir anscheinend wieder auf der Straße. Ach, es gibt noch mehr von diesen Freaks, wirklich. Los, schnell mit der Flanke. Okay, hauen wir ab. Okay, die haben uns nicht gesehen. Da hinten ist auf jeden Fall die Brücke, wo wir hinwollen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran, glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Death for Freedom. Mal eben schauen, ob hier noch irgendwas Spannendes rumliegt. Zum Beispiel Zahnräder. Leider nur 5 Stück. Es hätten schon ein bisschen mehr sein dürfen. Mädchen ist so dürr. Wovon redet sie? ja, vom Stripclub. Oder von der Werbung für den Stripclub. Oh, was macht denn das hier? Was macht denn hier so Geräusche? Nö. Alles außer Rauchbomben habe ich echt mittlerweile voll wieder. Ich dachte, früher gab es genug Essen. Das stimmt. Manche wollten es nur. Wieso denn das? Die Figur. Pff, wie bescheuert. Wieso ist die so dünn? Ich dachte, früher gab es genug Essen. Das ist hart. Savage Starlight. Sind das nicht die Comics gewesen, die Ellie gelesen hat? Ich schaff den Sp- Wenn du mir raufhilfst, kann ich das Blatt bewegen. Ja, können wir gleich mal machen, aber ich gehe erstmal eine Runde tauchen. Wow, hier ist ein ganz schöner Teich. Ach so, hier ist das Brett, was ich holen sollte. I see, I see. Lag hier nicht gerade irgendwo was? Da? Ah, 10 Zahnrädchen. Habe ich die jetzt genommen? Ich glaube, ne? Okay, wer auch immer da weggefahren ist. Naja, okay.
Ach so, hier steht ein Auto rum, deswegen konnte ich hier einmal kurz stehen. So, dann gucken wir mal, dass wir das Brett darüber zur Ellie kriegen. Damit sie dann auf den Bus kann und mir dann hochhilft. Frage ist nur, will ich links oder rechts rein? Die Typen sind ja gerade links auf dem Bus gewesen. Warte hier! Ach so, das ist der Eingang in dieses andere Hotel hier. Okay, hier kann ich anscheinend nicht untertauchen. Wäre das der Sprung gewesen, von dem er vorhin geredet hat? Ach nein, ich wollte lieber den Ziegelstein behalten. Keine Ahnung, was wirklich einen Unterschied bringt, aber zumindest in meiner Gedankenwelt hat ein Ziegelstein ein bisschen mehr Wucht als eine Flasche. Alles leer. Manno. So, hier gab es glaube ich nicht mehr, außer dass ich auf diesen Truck da hätte draufklettern können. Dann schaue ich nochmal eben, ob es hier hinten noch was gibt. Ja, tauchen kann man hier immer noch nicht. Aber die Treppe raufgehen. Oh oh, das sieht ja auch schon aus, als wenn hier jemand ein bisschen rumgesessen hätte und halb verrottet ist. Beziehungsweise halb mutiert ist, eher besser gesagt. Boah, die Geräuschkulisse in dem Spiel ist auch einfach mal so krass, ne? Was ist das schon wieder für ein komisches Heulen oder ein Geräusch? Das macht mich irgendwie fertig. Heute Abend geht es los. Wir nehmen den östlichen Kontrollpunkt. Ich habe ein paar Vorräte in den Regal-Apartments versteckt. Regal oder Regal? Die sind mit einem roten X markiert. Na dann. Da bin ich aber gespannt, ob ich diese Apartments noch irgendwo finden werde. Ach Joel, ehrlich, warum bist du jetzt hier runtergefallen? Naja, ich vermute mal, das hier ist der Sprung gewesen, den er nicht schafft. Lustigerweise, dass er das schon erzählt hat, als ich hier hinten im Wasser war. Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Okay. Sind in das Hotel nicht gerade die fiesen Typen reingegangen? Ach so, und jetzt, okay, jetzt schiebt sie mir das Brett darüber und, ja, dann kann ich darüber laufen. No! Irgendwie hoch. So, und weiter geht's. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Also ich persönlich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Alles klar, Ellie. Komm runter. Wow. Edel. Waren Hotels was für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich.
Ja, ich denke schon, ne? In Hotels konnte man es sich schon gut gehen lassen. Nein, ist so hoch. Mal sehen, was wir finden. Ja, ich guck mich erstmal um. Ach, hier kommt man nicht raus oder drüber, okay. Machen wir es mal so, auch wenn ich nicht viel Zucker habe. Jetzt habe ich aber zumindest erstmal alles voll. Das heißt, was ich jetzt nicht einsammeln kann, kann ich auch wirklich nicht einsammeln. Okay, hier war anscheinend mal die Haupttreppe, aber von der ist auch nicht mehr allzu viel übrig. Tippe mal, diese Fahrzeuge kann man auch nicht mehr benutzen. Ein bisschen Zucker habe ich denn jetzt genommen? Nö. Ich vermisse Kaffee. Ein Kaffee-Junkie. Ein Kaffee-Junkie, der auf Kaffeeentzug ist. Aber gut, ich vermute mal, die Nebenwirkungen des kalten Entzugs, die sollten mittlerweile nach irgendwie 20 Jahren oder wie viel auch immer einigermaßen vorbei sein. Okay, hier oben scheint mir nicht allzu viel zu sein. Ich schätze mal, die Leiter müssen wir einfach mitnehmen und zwar darüber. Die Frage ist, gibt es vielleicht noch andere Stellen, wo ich die Leiter hätte anstellen können, um vielleicht noch das ein oder andere Goodie mitzunehmen? Vielleicht auf der Seite hier, genau, da bin ich ja gerade nicht dran gekommen. Das werde ich nochmal austesten, bevor ich weitergehe. Hier mit dem Geländer glaube ich eher nicht. Aber hier kann ich mir schon gut vorstellen. Nehmen wir mal eben die Leiter, Joel. Und stell die doch nochmal eben hier drüben hin. Naja, immerhin 10 Zahnräder. Besser als nichts, würde ich sagen, oder? Und jetzt doch. Kann ich sogar hier rüber gehen? Nee. Oder? Doch, geht sogar. Ja, die Frage ist, wo ist mein eigentliches Ziel? Okay, hier ist noch was zum Lesen. An alle Mitarbeiter, die Kombination des Safes für Wertsachen der Gäste wurde geändert. Die neue Kombination ist 22 10 56. Oh, da muss ich mal gucken, wa? Wo man den Safe findet. Das sieht mal alles ziemlich im Eimer aus. Vorsichtig. Ob der Safe so weit oben ist, den würde ich ja eher unten hinter der Rezeption oder so vermuten, oder? Ich gehe noch mal kurz gucken. Wohl seine richtige Rezeption. Oder war das hier die Rezeption? War hier ein Safe? Ne, hier ist nur so eine lange Theke. Ach, vielleicht ist das hier der Safe. Ah, ist doch hier unten. Oh, und?
Irgendein Upgrade-Dingens. Messer verbessert. Geil. Messerhandbuch Band 2. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Die Haltbarkeit einer Klinge zu erhöhen, kann sich als wichtig erweisen, wenn Ersatz nicht oder nur begrenzt verfügbar ist. Das heißt, jetzt kann ich dreimal mit so einem Messer zustechen und nochmal 50 Zahnräder und ein bisschen Munition. Ja, wenn sich das nicht gelohnt hat. Genau, 3 steht jetzt unten am Messer. Ja, coole Sache. Dann kann ich ja demnächst Klicker meucheln ohne Ende. Gut, dass ich nochmal gucken gegangen bin. Ich hatte es doch. Ich habe den Safe zwar nicht richtig registriert beim ersten Mal durchgehen da. Aber klar, so ein Mitarbeiter-Safe oder was auch immer. Oder Safe für Gäste, wo die Mitarbeiter was reinlegen sollen. Der ist natürlich eher irgendwie. Ja, an der Rezeption oder generell in den Räumen für die Bediensteten. Und die sind natürlich meistens eher im Erdgeschoss angesiedelt und nicht irgendwo oben. Von daher hatte ich irgendwie den richtigen Riecher gehabt. Cool, cool. Oh Mist. Runter, runter. Wie viele sind das jetzt? 50 Waren. Kein Grund, sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen. Ist doch Quatsch, hier war seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay, wie auch immer. So, da hätten wir schon mal schnell einen erledigt. Und dann holen wir uns den da auch noch. Gut, dass er uns nicht gesehen hat, weil wir sind schon wieder so halb von vorne gekommen, weil er irgendwie hier stehen geblieben ist. Ach komm. Wo kamst du denn noch her? Jetzt kommen sie doch auf einmal alle hier an, oder was? Meine schöne Stange, aber ich habe sie alle munitionslos erledigt bis jetzt. Das ist doch ganz okay. Ich habe doch gerade extra nochmal geguckt hier. Oh. Joel, rechts von dir! Was hast du gemacht? Ja, richtig. Oh mein Gott, warum kommt ihr auf einmal alle? Na gut, aber irgendwie haben wir die jetzt erledigt. Basie. Ein bisschen Heilung. Gut, so, jetzt muss ich das eigentlich hier nur mal irgendwie strukturiert durchsuchen, ne? Jetzt bin ich ja irgendwie... Keine Ahnung woher, ich weiß auch nicht so genau. Wenn ich wüsste, wo der Ausgang ist, würde ich einfach mal am anderen Ende anfangen, aber... Ich weiß ja nicht, wo mein Ausgang ist. Naja. Hier scheint ja zumindest erstmal niemand mehr zu sein. Und hier sieht auch ziemlich sackgassig aus. Okay, dann werde ich mich jetzt von hier durch dieses Hotel arbeiten. Achso, es war nur eine Flasche gewesen. Und ein Backstein. Komm, Badezimmer ist doch immer gut für Medikamente oder sonst was, aber anscheinend alles schon zu lang vor sich hingerottet. Hier ist ja gar nichts. Gar nichts ist hier.
ein bisschen Pistolenmunition. Immerhin etwas. Okay, hier gabeln sich die Wege jetzt irgendwie so ein bisschen. Da hinten ist was angedeutet mit einem Pfeil und da brennt was. Vielleicht ist das der Hauptgang. Ich schätze mal, wir werden uns gleich erstmal da links umsehen. Aber das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal tun. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.